Hallo Jungfrau, schön, dass du wieder mit dabei bist. Monatslegung Juni 2024. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, habe ich schon mal die Lennys mit rausgelegt, ein neues Lennemore-Kartenset. Ich freue mich, wir machen damit heute eine Neunerlegung. Hurra, es wird richtig cool. Ich hatte mir was Neues für euch ausgedacht und die ersten Legungen sind schon super genial angekommen. Und ich bin gespannt, um was es bei euch heute geht. Ja, letztes Mal hatten wir viel Liebe dabei. Jetzt haben wir schon mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen bei deinem Kumpel Steinbock. Und wir gucken jetzt, liebe Jungfrau, was bei dir in dein Feld kommen möchte. Ganz wichtig nochmal für alle, die neu sind. Schnarchen oder sonst etwaige tierische Geräusche dienen meinem Hund. Es ist also kein fremder Mann. Ansonsten alles andere, was ihr von draußen hört, wie Rasenmäher, Rasentrimmer, Gebrülle, keine Ahnung, es sind unsere Nachbarn. Es ist, ja, wie gesagt, Rücksicht, Umsicht mit Sicht ist heutzutage leider, es wird nicht mehr groß geschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir für euch dann in dem Moment wahnsinnig leid, aber da müssen wir alle irgendwie durch. Und ich kann schon viel machen, aber ich kann sie leider nicht weghexen, auch wenn ich es manchmal gerne wollen würde, ne? Und ja, das ist halt das elende Übel. Und ich weiß, einige von euch haben auch super Verständnis dafür, weil sie auch entweder in der gleichen Situation sind und auch Karten legen oder einfach, weil sie lichtvolle Menschen sind und da Rücksicht haben. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Dann möchte ich mich in aller Form bedanken für alle Spenden auf PayPal. Ihr unterstützt mich auf verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, über ein kostenloses Abo auf meinen Kanal. Ihr unterstützt mich wunderbar über das Liken in Bezug auf die Videos und auch die tollen Kommentare. Ich lese alle Kommentare, ich beantworte sie auch in der Regel alle und wenn es auch nur ein Herz ist oder ein Daumen hoch oder wie auch immer. Also ich sehe alles, ich lese mir das alles durch und bin da sehr, sehr dankbar. So, meine Lieben. Ansonsten, wie gesagt, danke für alle Spenden und einfach danke für euer Sein. Das musste jetzt auch einfach mal sein. Meine Lieben, wir starten mit den Überschriften. Ich habe verschiedene Orakelkarten. Wir gucken ein bisschen in die Astrologie mit rein. Wir gucken in die Göttin mit rein. Die aufgestiegenen Meister, ein bisschen Hexen, ein bisschen Engel. Wir haben alles von allem etwas. Und dann, wie gesagt, diese wundervollen Lennemore-Karten. Damit werde ich dann euch diese Neunerlegung legen. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, Jungfrau, wir starten einfach mal los. Und du fühlst bitte gerne rein, inwiefern du damit in Resonanz gehst. Solltest du damit nicht in Resonanz gehen, kann es passieren, dass du entweder gar nicht im Kollektiv mit dabei bist oder aber, dass du erst noch damit resonieren wirst. Ja, dann wäre das ganz toll, wenn du dir einfach das Video abspeicherst und zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anschaust. Oder aber du schaust dir gerne Mond-Venus-Aszendenzzeichen an und natürlich für die, die gerne persönliche Kartenlegung haben möchten, wo sie sagen, mir gefällt deine Art, wie du legst, ich brauche einfach Unterstützung, ich möchte gern vorankommen, ich habe schon so viel versucht, aber irgendwie habe ich immer nicht die richtige Erklärung erhalten oder ich habe nicht verstanden, wieso das so ist. Also wie gesagt, wer gerne an sich arbeiten möchte, wer gerne vorausschauend arbeitet beziehungsweise selbst an sich arbeitet, sich auch manchmal ein bisschen kritisch, trotz alledem in Leichtigkeit selber mal anschauen möchte, der ist bei mir herzlich willkommen und der ist bei mir genau richtig. Ja, meine Lieben, wir starten jetzt los für euch. Liebe Jungfrau, Wunder. Also im Juni haben wir das Thema Wunder bei euch. Du bist Teil des großen Geheimnisses. Ja, und das große Geheimnis ist natürlich, dass ganz, ganz viele gar nicht wissen, wo geht's denn hin. Ja, viele erzählen, ja, von der dritten Dichte in die vierte, fünfte, keine Ahnung, Aufstieg und bleibt jemand zurück oder nicht und ja, Kriege, Proteste, keine Ahnung was, wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Es wird bei dir sich im Juni um eine Situation handeln, die wirklich dir vorkommt wie ein Wunder und das Wunder scheint hier was mit dem großen Kollektiv zu tun zu haben. Wir schauen uns das jetzt auf der astrologischen Ebene mal an, was da noch für eine Botschaft kommt. Es ist irgendwie ein großes Geheimnis für dich gerade noch. Und lass dich hier überraschen. Lass dich einfach überraschen. Das ist ja cool. Du hast die Glückskarte, liebe Jungfrau. Schaut euch das mal bitte an.
Wunder und Glückskarte. Wunder und Wünschen. Wünsch dir was von Herzen. Also ich würde mal sagen, das ist so wie 6 richtig im Lotto. Liebe Jungfrau, du hast wirklich Jackpot. Ein Wunder möchte geschehen. Von Herzen darfst du dir was wünschen. Und das ist ganz wichtig im Übrigen, ne? Also wenn du dir was wünschst oder auch manifestierst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du das aus vollem Herzen heraus tust, in voller Dankbarkeit, ja? Und dass du es so bitte ausformulierst, als wenn es schon da ist. Das ist nämlich die Kunst, die viele nicht wirklich richtig ausformulieren. Die sagen immer, ach, das wäre ja schön, wenn und eventuell, ich hoffe ja, dass das passiert, löschen. Ganz schnell auf die Löschtaste drücken, ja? Wenn du zum Beispiel sagst, du hast eine größere Rechnung zu begleichen, du weißt nicht, woher das Geld kommt, dann sage dir doch, du bist Millionär, du hast immer mehr Geld zur Verfügung, als du brauchst, dir wird für diese Rechnung das Geld zufließen. Egal in welcher Form, und deine Aufgabe ist es nicht, Jungfrau, zu überlegen, ja, wo kommt denn jetzt das Geld her? Sondern hier geht es vielmehr um die klare Aussprache von Herzen, damit ein Wunder in dein Leben kommen kann. Warum habe ich jetzt die Rechnung erwähnt? Also einige werden es mit Finanzen wahrscheinlich zu tun haben. Wir gucken uns das an. So, jetzt aber erstmal ein aufgestiegener Meister, der dich in diesem wundervollen Wünsch dir von Herzen was Prozess, der dich begleitet. Ich hätte bitte gerne eine Karte und nicht das halbe Kartendeck. Eine Karte bitte. Da ist sie auch schon rausgefallen. Es wird ja immer schöner. Ich habe das Gefühl, es ist mit hier die beste Legung, die jetzt ich bis jetzt für Juni abgedreht habe. Genau. Sanat Kumara. Offener Kanal. Zeichen, Codes, Downloads und heiliges Wissen. Und das ist genau das. Hier geht es darum, du wirst erleben, dass du Zeichen bekommst. Das können Doppelzahlen sein von den Engeln. Das können Träume sein. Das kann die Intuition sein. Also hier auch wirklich offener Kanal bedeutet auch, bleibe auch offen für die Botschaften aus dem Universum. Ja, du bekommst hier Downloads. Du bekommst hier heiliges Wissen. Du bekommst hier Botschaften, mit denen du ein Stück weit nicht rechnest, aber die sich weiterbringen, die dich nach vorne bringen. Das ist das, was jetzt ganz wichtig ist im Juni. Ja? Es geht hier darum, dass du etwas verstehen darfst, sagen sie. Ja, sie macht es spannend heute bei euch. So, welche Göttin des Lichts ist denn bei der Jungfrau im Juni? Also du siehst schon, liebe Jungfrau, du hast alle Unterstützung aus dem Universum. Auch du mit dabei, ne? So, die Göttin des Lichts ist die Göttin Conventina. Ich ehre meine innere Quelle der Liebe und Kraft. Auch hier wieder Ehren, Dankbarkeit, ja? Innere Quelle, wie innen so außen, wie oben so unten, ja? Also ihr merkt schon, was das hier für eine Symbiose im Juni wird, was sich hier im Juni entwickelt bei euch, ja? Wenn du hiermit noch nichts anfangen kannst, lass es einfach ein Stück weit fließen. Wir schauen uns nämlich jetzt erstmal das aktuelle Thema an, was dich hier gegenwärtig im Juni beschäftigen wird. Aha. Ja, meine Lieben, also ich hatte die ersten Legungen, das waren, glaube ich, die ersten 6 Legungen, alles Liebeslegungen. Und ich habe, glaube ich, gefühlt nur 2 Legungen bis jetzt, die um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Und auch bei dir, liebe Jungfrau, geht es hier um die Liebe, um die Beziehung zu einem Menschen. Vielleicht wünschst du dir von Herzen, ja, dass ein Wunder passieren möchte, damit du mit jemandem zusammenkommst. Dass du, liebe Jungfrau, mit jemandem eine Beziehung führen kannst. Wir haben das Beziehungsthema. Wenn es nicht der Fall ist, dann kann es aber auch dieses Thema Beziehung an sich sein. Es geht hier um Kommunikation in beziehungstechnischen Angelegenheiten.
Vielleicht hast du jemanden lange nicht mehr gesehen, ja, und möchtest gerne wieder Kontakt aufnehmen, ja, oder unverhofft wird sich jemand bei dir melden, ja, das ist hier auch eine Möglichkeit. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die du in Bezug auf die Beziehung in der Vergangenheit hattest. Und da hattest du es mit Ängsten zu tun. Es könnte ja auch sehr gut sein, dass hier eine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder ihr Abstand gewonnen habt, weil ihr hier Angst vor Bindung hattet. So, weil wir haben, der Mond steht für Ängste, Intuition und aber auch tiefes, weises Wissen. Der Mond ist die weibliche Quelle, die Urquelle, die weibliche Energie, ja, in dir. So, das heißt also, du darfst dich hier nochmal mit dem Thema Beziehung aktuell beschäftigen im Juni und mit der Vergangenheit. Warum war in der Vergangenheit das Thema Angst oder aber auch das Thema Gefühle bei dir im Raum, ja, und vor allem interessant jetzt, und das sehen wir aber erst, wenn das ganze Bild liegt, wünsch dir was von Herzen, ja, also auch die Angst anschauen zu können, kann sein, hier das Gefühl, die Gefühle in die Veränderung zu bringen, du brauchst ein Wunder. Wir schauen uns jetzt an, wie äußert sich die Herausforderung in der Situation momentan. Also, wie geht es dir? Wie ist die Herausforderung in Bezug auf die Beziehung, die eventuellen Ängste? Ja, es geht hier scheinbar um Kommunikation, dass du hier etwas klären wirst. Entweder schreibt dir jemand oder du, Jungfrau, wirst jemanden schreiben. Und hier geht es aber um die Kommunikation. Sich eventuell erklären oder aber auch Kontakt aufnehmen, ja. Welche Aspekte darfst du hier in Betracht ziehen? Wie sind hier die Aspekte in der Situation? Der Erfolg. Also der Aspekt hier, 33, Quersumme 6, 6 der Schwerter zeigen sie mir gerade, erfolgreich zielorientiertes neues Handeln durch Kommunikation, ja, sich seinen Ängsten stellen oder aber auch intuitiv wissen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in den Erfolg zu gehen in Bezug auf eine Beziehung oder generell um das Klären des Themas in der Beziehung. So, dann haben wir die Frage, und die finde ich super interessant hier, gerade in dem Thema jetzt, woher kommt das Thema? Da gucken wir rein. So, 100.000 Karten fallen, eine hat sich umgedreht. Wir haben hier die Blumen, den Blumenstrauß. Und der Blumenstrauß steht für Besuch, aber auch für Geschenke. Ja, so. Ich denke, dass hier jemand in Bezug auf Beziehungen wieder die Beziehung als oder die Partnerschaft als Geschenk ansehen darf. Ja, hier ist es ganz wichtig, dass du nicht auf um Gottes Willen bloß keine Partnerschaft, um Gottes Willen, dann passiert mir das, was mir schon mal passiert ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du hier in die Annahme gehen darfst, liebe Jungfrau, und dass du dir sagen darfst, okay, ne, wenn du zum Beispiel jetzt hier eine Beziehung hattest, die kaputt gegangen ist, dann heißt es ja nicht, dass die nächste Beziehung, die du führst, dass diese Person, dass dir das mit dieser Person genauso passiert. Also auch so ein bisschen Aufarbeitung von dem, was mal Vergangenheit war, was mal in der Vergangenheit passiert ist, ja. Das ist das, was du dir im Juni mal anschauen darfst, bitte. So. Ich möchte jetzt gerne wissen, und wir schauen uns jetzt an, wie wird sich diese Situation entwickeln in Bezug auf die Partnerschaft? Wie wird sich diese Beziehung hier oder die Situation an sich, wie wird sich das entwickeln? Da kommt eine Veränderung rein. Leute, ich sag euch das, passt mal auf. Wenn ihr hier wirklich Schwierigkeiten hattet in Bezug auf eine Partnerschaft, vielleicht Bindungsängste, ja, oder nicht das Gefühl zu haben, ich bin nicht beziehungsfähig, dann kommt hier eine Veränderung rein. Durch positive Kommunikation, die zum Erfolg führt. Das sieht gut aus. Mit inklusive Besuch, wo du natürlich auch ein Stück weit über deinen Schatten springen darfst, sei es, dass du zu jemandem zu Besuch gehst oder aber auch, dass jemand dich besuchen wird. Also da ist wirklich so ein bisschen das Überwinden von alten Verletzungen oder von auch von deiner Angst aufgrund dem, was im Vorfeld passiert ist. Und es ist ja bei jedem immer etwas anders, ja.
So, wir schauen jetzt mal, warum beeinflusst die vergangene Situation das aktuelle Thema? Also, warum beeinflusst die vergangene Situation das aktuelle Thema? Das heißt, das Thema Beziehung. Was ist da die Beeinflussung? Von was wird das Thema beeinflusst? Würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn die Eulen rausfliegen. Schauen wir mal. Auch sehr spannend. Der Turm. Hier hat etwas nicht funktioniert, wie es sein sollte, weil du dich immer wieder zurückgezogen hast. Es ging hier um deine Stabilität. So nach dem Motto, sobald Stabilität in eine Beziehung kam, hast du kalte Füße bekommen und hast dich zurückgezogen. Wir haben es hier mit verletzten Gefühlen zu tun. Also die, liebe Jungfrauen, die hier mit in Resonanz gehen, die haben es, ich kriege immer wieder Bindungsängste. Wertigkeit, bin ich es wert? Anerkennung. Alles sowas kriege ich hier rein. Bin ich gut genug für mein Gegenüber? Und deswegen, und sobald Gefühle intensiver wurden, hast du dich hier in Bezug auf die Beziehung zurückgezogen. So, die aktuellen Chancen und Möglichkeiten. Wow, um Gottes Willen. Transformation, Altes wird beendet. Also, die Ängste, die Rückzüge. Das ist das, warum. Das Warum wird hier beendet. Also das heißt, du transformierst sozusagen das Unkraut aus deiner Materie und gibst sozusagen wieder mehr Licht in dich selbst. Ja? Indem du hier ein offener Kanal bist, auf die Zeichen achtest, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, was hier heute für Idioten draußen sind, ehrlich Leute. Aber wenn ich das Fenster zumache, dann hört ihr die trotzdem. Es tut mir echt unsäglich leid. Furchtbar. Aber gut. Also, lasst uns nicht davon abkommen. Wir transformieren jetzt den Lärm da draußen. Also, Transformation von Dingen, die dir nicht gefallen. Von Dingen, die, wo du dich weiterentwickelt hast. Von Dingen, die sich jetzt verändern wollen. Das heißt also, das, was du dir wünschst von Herzen, das möchte jetzt hier entstehen. So, ich hätte jetzt gerne bitte den Hinweis für die Herausforderung an der bestehenden gegenwärtigen Situation. Ich hätte jetzt gerne Hinweise und die Herausforderungen. Okay. Also, liebe Jungfrau, Hinweise für die Herausforderung in deiner bestehenden Situation ist, dass du wirklich daran arbeitest. An Ängsten, an Rückzügen, weil das ganze Ding hier ist karmisch. Das heißt, es möchte in deiner Seinsform, liebe Jungfrau, möchte jetzt Verhaltensform, Glaubenssätze, Gedankenmuster, möchte jetzt ein karmischer Prozess transformiert werden, beendet werden und sozusagen, das ist so ein bisschen Energie von Phönix aus der Asche. Ja? Also du darfst jetzt hier daran arbeiten, aus einer alten Situation, wo du dich immer wieder zurückgezogen hast, wenn die Gefühle intensiver wurden, wo du Angst bekommen hast, das ist das, wo du hinschauen darfst. Das ist das, was transformiert werden darf. Und das ist dieser Prozess. Renn nicht weg, sagen sie. Renne bitte nicht weg, sondern schau es dir an. Du möchtest, letztendlich möchtest du ankern. Du möchtest eine lichtvolle Beziehung führen, wo du sagst, hier bin ich geankert, hier kann der Sturm des Lebens kommen und ich bin trotzdem auf den Weiten der Ozeane, auf dem Pazifik oder Atlantik, bin ich trotzdem stabil. So eine Beziehung möchtest du hier, das ist das, was ich sehe. So, da haben wir schon das Schiff und das bedeutet, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen geht, liebe Jungfrau, sondern es ist ein Anfang. Also diese Entwicklung wird sicherlich, wenn du sie zulässt, wird beginnen können, ja, aber hier ist es auch ganz wichtig, dass du letztendlich sagst, okay, ich bin auch bereit und das braucht seine Zeit, ja.
Und was ich hier noch sehe, bevor ich jetzt die Engelkarten mal ziehe, ist, dass es hier durch einen Besuch einen Neuanfang gibt. Es beginnt mit Kommunikation und endet mit einer Veränderung. Neuanfang. Ja? Altes wird beendet, Karma wird abgeschlossen, Rückzug wird transformiert, indem man sich sieht und trifft. Und man redet aber auch über die Intuition, Ängste und Gefühle. Und das ist best of, was überhaupt geht. Und diese Veränderung in der Kommunikation ist erfolgreich. Und dadurch wird die Beziehung hier, wünsche dir was von Herzen, so in Erfüllung gehen können. Bitte gebe dir nur etwas Raum und Zeit. Also setze es nicht um, indem du sagst, also im Juni passiert das und dann ist auch genau von 1. bis Ende Juni ist das passiert. Wir haben das Schiff. Es hat alles was mit dir selbst zu tun. Ja? Also gib dir selber auch Zeit. Wir gucken jetzt mal, was die Engel dazu sagen. Lass los. Ja, das ist genau das. Also Altes hier, guck mal, Altes darfst du loslassen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch wirklich das Alte transformiert werden kann. Wie willst du etwas transformieren, Jungfrau? Wie willst du etwas in die Veränderung bringen? Wie möchtest du neue Wege gehen, wenn du immer wieder an dem Alten festhältst? Du hältst fest und hältst fest. Guck mal, dann hast du keine Hände frei. Seht ihr? Stellt euch vor, ich habe jetzt ein Tablett in der Hand oder ein Tau in der Hand und ich halte immer wieder fest, ja, oder die Tür soll aufgehen und ich halte die Tür fest. Wie soll die Tür aufgehen, wenn ich aber sage, nein, ich will das nicht? Na? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du sagst, okay, ich lass los und dann kann geschehen. Und zwar ein Wunder. Wünsche, die du dir von Herzen gewünscht hast, können dadurch aus dem Hafen über den Ozean in deinen Hafen schippern. Wundervoll. Wundervoll. Hier schon wieder. Hör auf deine Intuition. Du weißt genau, wann du damit beginnen sollst. Intuition ist Bauchgefühl, Solarplexus, ja? Du weißt genau, wann der richtige Moment gekommen ist. Und das ist das, was dich im Juni hier ereilen wird. Ich finde es wundervoll, liebe Jungfrau. Und ich freue mich, wenn hier ganz viele Jungfrauen in die Heilung auf der Ebene des Herzens gehen können. Wenn ihr euch dafür bereit erklärt, das wäre wirklich was ganz, ganz Tolles. Und das ist auch was ganz Tolles, ja? Herzheilung ist immer ganz wichtig. In diesem Sinne, liebe Jungfrau, wünsche ich dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Hab einen wundervollen Juni. Wenn du sagst, Mensch, du, pass auf, ich gehe hier in Resonanz und brauche Unterstützung. Ja, weil ich mein Gegenüber nicht verstehe, weil ich mich selber nicht verstehe. Dann kannst du dich sehr, sehr gerne melden. Ja, wie gesagt, unten in der Infobox findest du alle Infos, wie du mich erreichen kannst. In diesem Sinne, meine Lieben, habt eine schöne Zeit. Alles Liebe und ich freue mich, wenn wir uns hören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.